Also wir erwarten hier einiges. Jermaine Buckner hat sogar gesagt vor dem Spiel, tolle Atmosphäre und viele große Duelle. Schon ein bisschen Rivalen, wenn man so will, über viele Jahrzehnte hinweg. Auch wenn man natürlich eher freundschaftlich verbunden ist. Omovi und Painter beim Sprungball. Der erste Ballbesitz für die Römersprung Gladiators Trier von rechts nach links. Aber auch sehr schnell abgeschlossen auf ihrer Seite, ja, direkt nach so kurzer Zeit gleich den Dreier von außen zu nehmen. Auch ungewöhnlich. Bei Phoenix nimmt Krauser den Dreier und das sind die ersten Punkte in diesem Spiel. Bjarne Krauser und Hollersbacher auch gerade frisch eingewechselt, aber da war Jermaine Buckner deutlich sparsamer und Van Dijk mit dem nächsten Dreier. Die wichtigste Seite. Hollersbacher für drei und er macht es, der Ex-Hagner. Also das ist ja auch wirklich tragisch, ja, wenn du als junger Spieler, der noch so viel vorhat, wenn du dann schon so eine starke Verletzung hast, umso wichtiger, dass er auch jetzt wieder hier aktiv auf dem Feld stehen kann. Krause gegen Hollersbacher, Omovi mit dem Offensiv-Rebound gegen zwei. Krause darf es noch mal versuchen, wieder Omovi. Und JJ Mann für drei. Und Kesslin lässt es krachen. Wow! Wo kam der denn angeflogen? Omovi raus auf Mann. Und jetzt achten wir auf Kesslin, der jetzt schon lossprintet und dann wow, im wahnsinnigen Tempo. Athletik, Tempo, Sprungkraft, Timing. Bei Trier ist Painter mit 12 Zählern aus der ersten Hälfte der Topscorer. Van Dijk, schwieriger Wurf, aber er trifft. Wow! Man auf Kesslin, Omovi gegen Van Dijk. Kesslin, jetzt hat er wieder die Chance, nimmt den Dreier und der Pass diesmal kann und macht er ihn. Marcel Kesslin. Kesslin von der gleichen Position und er trifft schon wieder. Boah, Krause auf den Flügel. Bank hat jetzt eigentlich viel Platz, selbst abzuschließen. Gegen Van Dijk, kommt gut vorbei, legt ihn rein. Starker Move von Lorenz Bank. Aber jetzt müssen die Trierer sich zurückhalten, sonst gibt es Freiwürfe. Kesslin, wer nimmt den letzten Wurf in diesem dritten Viertel? Kesslin, das macht er stark. Jumpt da einmal nochmal mit dem Popo rüber über die Werbebande. Landet da, glaube ich, auf dem Schoß von einem Fan. Das sah jetzt aber, das sah nicht ungefährlich aus. Sehen Sie nochmal. Ja, auf dem Schoß gelandet. Es sah aber trotzdem elegant aus. Ja, okay, aber. Also, wenn es einer kann, dann Kyle Kesslin. Ist natürlich keine tolle Quote, aber er wirft weiter und macht die wichtigen Dinger. Genau. Und hier auch mit dem wichtigen Stil. Also das war toll aus der Hand geschlagen von Kesslin und Laurent lässt es mal wieder krachen. Trier kommt gut in dieses Schlussviertel. 7,5 Minuten zu spielen, klar. Sind 8 Punkte tief, treffen den Dreier und sind 5 wieder Punkte dran. Ja. Jetzt nur noch 5, genau. Ja, und Trier hat sie genutzt. Auf jeden Fall. Und der Führungswechsel liegt in der Luft und Laurent macht es perfekt. Ja, die nehmen jetzt auch den Schwung mit, das Momentum. Und jetzt ist alles offen, die letzten 3 Minuten. Van Dijk trifft. Parker Van Dijk, toller Werfer. Kesslin gegen Zeeb. Schöne Drehung, super Treffer von Kyle Kesslin. Lautstärkepegel sehr, sehr stark. Über 2500 Zuschauer hier am Ischeland. Painter gegen Omovi. Bereits Zeeb. Ein guter Block und dann wird es direkt einen Wurf geben. Ah, das haben sie super gemacht. Ah, Painter, Wahnsinn. Wieder Painter und in einer ordentlichen Höhe. Das Beste aus diesen 0,8 Sekunden rausgeholt. Krauser jetzt gegen Painter. Sie wollen es umsetzen. Sie wollen die schnellen 2 Punkte. Kyle Kesslin macht sie. Also sie werden gleich nochmal in Ballbesitz kommen. 83,5% seine Freiwurfquote diese Saison. Und er macht hier beide. Omovi. Mann. Sie haben keine Zeit mehr. JJ Mann. Von der Zeit passt er. Aber er trifft nicht und die Römerstrom Gladiators Trier gewinnen hier in Hagen 91 zu 88. JJ Mann mit dem
entscheidenden Wurf, der nicht reinfällt und nicht zur Overtime führt. Am Ende der Sieg für Trier. Glückwunsch an die Gäste. Extrem spannendes Spiel, X.